Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren. Der Internationale Tag gegen Gewalt gegen Frauen jährt sich zum 40. Mal. Ein Jubiläum, das wenig Anlass zur Freude gibt. Denn dieser Tag hat an Bedeutsamkeit nicht verloren. In Diskussionen mit Männern habe ich schon mal entgegnet bekommen, Männer sind doch statistisch viel häufiger Opfer von Gewalt. Das ist nüchtern betrachtet sogar richtig. Nach dem deutschen Viktimisierungssurvey von 2017 sind Männer doppelt so häufig Opfer von körperlicher Gewalt als Frauen. Aber im Bereich der häuslichen Gewalt oder der Gewalt in Partnerschaften beziehungsweise nach Beendigung einer Partnerschaft sind Frauen sehr viel häufiger betroffen. Vor wenigen Tagen wurden beispielsweise in Köln eine junge, 24 Jahre alte, lebensfrohe Frau und ihr Kind, das gerade 4 Jahre alt war, getötet. Ihre Leichen wurden aus dem Rhein geborgen. Als Tatverdächtiger wurde ihr Ex-Partner, ebenfalls 24 Jahre alt, festgenommen. Laut Medienberichten soll sie einen neuen Partner gefunden haben. Möglicherweise war Eifersucht das Motiv dieser schrecklichen Tat. Häufig, wenn wir in den Schlagzeilen von sogenannten Familiendramen oder Beziehungstaten lesen, verbirgt sich dahinter ein gewalttätiger Partner, noch häufiger der Ex-Partner, der eine Frau und wie in diesem traurigen Fall auch die Kinder attackiert oder tötet. Und in dieser Form der Gewalt betrifft in erster Linie Frauen. Mehrheitlich Frauen, die sich aus einer Beziehung gelöst haben oder es zumindest versuchen. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass die Beziehungen vorher auch schon von körperlicher oder seelischer Gewalt geprägt waren. Laut der Statistik des Bundeskriminalamtes sind knapp 38% aller Täter im Zusammenhang mit häuslicher Gewalt bzw. Gewalt in Partnerschaften, nämlich Ex-Partner. 32% sind Ehepartner und gut 29% aller Opfer und Täter leben in einer nicht-ehelichen Paarbeziehung. Gewalt, die durch den geliebten Partner erfahren wird, ist selten ein einmaliges Erlebnis. Gewalt ist nicht nur die körperliche Gewalt, nein, auch anbrüllen, beleidigen, demütigen, kleinhalten, bedrohen oder eben auch die digitale Gewalt in Form von Online-Belästigungen und Cyberstalking haben massive Auswirkungen auf die Psyche der Opfer. Insbesondere, weil es im eigenen Zuhause stattfindet, in dem eigenen Schutzraum und man auch gerade durch digitale Gewalt das Gefühl hat, man kann sich der Gewalt überhaupt nicht mehr entziehen, weil sie überall mit hinkommt. Und Gewalt in Beziehungen wird deutlich seltener zur Anzeige gebracht. Lediglich 2,4% aller Gewalttaten zwischen Mann und Frau, die in einer sozialen Beziehung miteinander stehen, wird angezeigt. Gründe haben kann das viele. Vielleicht, weil der Partner immer noch geliebt wird oder weil er der Vater der gemeinsamen Kinder ist. Vielleicht ist auch die Angst vor ihm so groß und die Wahrscheinlichkeit, dass er mit noch massiverer Gewalt reagiert, ebenfalls. Und diese Angst ist nicht unbegründet. Wir alle wissen, wie schwer es ist, tatsächlich Frauen effektiv vor beispielsweise einem eifersüchtigen Ex-Partner zu schützen. Und wir dürfen die Augen nicht davor verschließen, dass auch ein Migrationshintergrund mit zu den erhöhten Risikofaktoren gehört, Opfer von Gewalt in Beziehungen zu werden. Das sage nicht ich, zu dieser Schlussfolgerung kommt das Bundeskriminalamt. Uns überrascht es auch nicht, dass der Anteil der Tatverdächtigen ohne deutschen Pass mit 34,2% überproportional hoch ist. Zum Vergleich, lediglich 12,7% der Gesamtbevölkerung in Deutschland haben keine deutsche Staatsbürgerschaft. Und die Tatverdächtigen mit Migrationshintergrund sind bei der Betrachtung komplett außen vor. Deshalb finden wir es gut, dass CDU und FDP in ihrem Antrag diese kulturellen und religiösen Aspekte erstmalig in der Beschlussfassung konkret benennen. Allerdings nicht nur aus diesem Grund stimmen wir dem Antrag insgesamt zu. Danke. Vielen Dank, Frau Kollegin.